Dark Web. Vier lange Jahre vergingen, ohne Neuigkeiten. Ich schaute jeden Tag auf die Beweistafel, die ich in meinem Schlafzimmer aufgestellt hatte. Dann landete eines Morgens ein Polizeibericht auf meinem Schreibtisch, der alles veränderte. Ich bin zur Asservatenkammer der Polizei gegangen und habe eine Kiste mit Hinweisen mit nach Hause genommen. Darauf stand sein Name. Michael Clark. Okay. Ah, oh, na Kätzchen. Nicht unbedingt mein Stil, aber ich nehme ihn mal mit. Mit dem Schnurrbärtchen? Sehr schön. Was ist das hier? Moby Dick. Ich habe es mir wahrscheinlich schon 10-mal durchgelesen. Aber ich kriege nicht genug davon. Okay. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es mir beim Einschlafen hilft. Ja, okay. Dafür brauche ich aber nicht Moby Dick fürs Einschlafen. Na, Mieze? Ich weiß, dass ich mit dem Ausdrucken aufhören muss. Ist schlecht für die Erde. Hä? Oh, okay, noch nicht. So, das machen wir jetzt hier noch und dann geht's in Feierabend. Ich glaube, dann sind wir beim nächsten Mal dann durch. Nur, ne? Also, nur, dass wir so ungefähr wissen. So, ich gucke erstmal hier rein. Wir haben hier einen anonymen Brief. Eine Billnote ist noch. Das ist aber eine Rechnung. Oh, eine Rechnung vom Stromversorger, die sicherlich eine Menge Ausreden enthält, warum meine Abschläge permanent steigen. Der legendäre Orient Express feiert seinen 140. Geburtstag und eine einmalige Reise. Warum ist hier ein Opel drauf? Unser Pressesprecher, der berühmte Rennfahrer Antonio Foscarelli, wird die Reise im Orient Express antreten. Offizieller Sponsor. Reisen. Für den anspruchsvollen Reisenden. Und auch für überarbeitete Ermittlerinnen, die nie Zeit für Urlaub zu haben scheinen. Man darf hier noch träumen, oder? Die Leiche des Investigativreporters Michael Clark wurde in seinem Garten in Boston gefunden. Clark wurde durch einen Schuss in die Brust getötet. Der Zustand der Verwesung lässt auf ein geschätztes Todesdatum im Herbst 2018 schließen. Das ist Michael Clark? Er sieht dem Journalisten, den ich interviewt habe, überhaupt nicht ähnlich. Michael, Sie haben sich einen Platz auf meiner Beweistafel verdient. Jahrelang nicht ein neuer Hinweis im Fall Armstrong. Und dann das. Michael Clark, der zynische Reporter, mein Hauptverdächtiger dieser Entführung, vor 4 Jahren ermordet? Alle wichtigen Hinweise, die du findest, werden automatisch zur Beweistafel an der Wand hinzugefügt. Du kannst sie jederzeit betrachten, indem du die Beweistafel auswählst. Bitte im Entführungsfall Schlüssel mit Anhänger. Das Laborteam hatte diesen Schlüsselanhänger in der Hütte gefunden. Aber da der Staatsanwalt die Ermittlungen eingestellt hat, wurde er nicht weiter untersucht. Der Schlüsselanhänger wurde einfach in die Kiste mit den anderen Beweisen geworfen. Viel zu ungewöhnlich, um nicht einen genaueren Blick darauf werfen zu wollen. Ah, warte mal. Wie wird das genannt? Schlagring, glaube ich. Illegal in Massachusetts. Allein der Besitz kann zu ernsten Gefängnisstrafen führen. So, ein bisschen kompliziert, den erstmal aufzumachen, oder? Aber interessant.
Da ist doch was drin. 3569. 3569. Ist nochmal ein Messer. Ein Schlüsselmesser. Die werden im Internet für den Selbstschutz verkauft. Drei, fünf, sechs, neun. Drei, fünf, sechs, neun. Was haben wir denn hier? Eine Kapsel und den Geruch von Bittermandeln. Cyanid. Weil er sich selbst schnell mal was verpassen muss, oder was? Oh, bitte nicht. Oh Gott. Hier gibt's keine Lösungshilfe übrigens, ne? Für das Ding. Scheibenkleister. Aber wenn wir das so machen... Ah, der dreht es immer um 180 Grad. Mist. Okay. Ein USB-Stick. Ein USB-Stick. Ich stecke ihn an meinen PC und sehe nach, was für hässliche kleine Geheimnisse das Ding enthält. Das hat vorher keiner gefunden. So clever. All diese Beweise und es wurde trotzdem keine DNA gefunden. Die einzigen Fingerabdrücke auf der Flasche stammen von Susan. Ah, ich guck gleich nochmal. Oh, danke. Was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe. Auch in sowas verbergen sich oft Messer, aber in diesem Fall sind es Dietriche. Fluffy. Daisys Plüschtier.
Suzannes Haare, die so überaus praktisch für uns in der Hütte hinterlassen wurden, um uns zu täuschen. Ich wusste, dass sie unschuldig war. Tja. Dann gucken wir mal. Ups. Irgendwie ist gerade mein Mauscursor zu sehen. Ja, ist gerade broken. Das ist nicht so schlimm. So. Cassetti, guck mal. Er hat sich den Bart abrasiert. Aber ich erkenne diesen selbstgefälligen Mistkerl überall. Der Mann, den ich vor 4 Jahren verhört habe und der sich als Michael Clark ausgab. Das landet auf der Tafel. Vielleicht mussten sie irgendwem das Lösegeld zeigen, um zu überprüfen, ob die Seriennummern getrackt werden. Ich drucke sie aus und ab auf die Tafel. Was ist das hier? Der Mann, den ich vor vier Jahren verhört habe und der sich als Michael Clark ausgab. Rein gar nichts über diesen Cassetti. Sein Führerschein ist höchstwahrscheinlich eine Fälschung. Das Tattoo. Dieses Tattoo ist dasselbe auf beiden Bildern. Ermordeter Entführer von Daisy. Der Entführer von Daisy wurde ermordet? Habe ich irgendwas verpasst? Ich? Erschossener? Achso, warte mal. NA 21 51 8880S. Ist immer dieselbe Nummer. 4108T. Das ist eine andere Nummer hier. Ach, wer ist das hier? Nummer 4108T. Ich wusste es. Die beiden Gesichter stimmen überhaupt nicht überein. Das sind ganz eindeutig 2 verschiedene Männer. Ich sollte auf meinem Rechner einen Gesichtsabgleich laufen lassen. Ratchets echter Name war also Cassetti. Oh, auch das noch.
Der hat sich selber umgebracht. Ach du Kacke. Der Bezug war nicht möglich, ne? Nee. Okay, wir machen mal. Ich weiß, dass ich mit dem Ausdrucken aufhören muss. Dass die Maus hier zu sehen ist. So, wie sieht's aus? Okay. Der echte Michael Clark ist schon seit Jahren tot. Schauen wir mal, ob das Bild des falschen Michael Clark mit einem der bekannten Kriminellen in der Datenbank übereinstimmt. Ich habe es mehrere Male in den letzten Jahren versucht. Es kam aber nie etwas dabei heraus. Vielleicht hat derjenige, der er wirklich ist, endlich einen Fehler gemacht. Das könnte er sein. Aber er sieht ganz schön anders aus. Was hatte sich zwischen den beiden Fotos verändert? Haare? Ja, er scheint auf den ersten Blick anders auszusehen. Aber es ist trotzdem dieselbe Person. Brille. Perfekt. Der Mund hat sich nicht verändert. Bart? Gut. Und die Nase. Er hat sein Aussehen völlig verändert. Vermutlich hat er seine Nase operieren lassen. Aber es ist zweifellos dieselbe Person. Sehen wir mal, warum er verhaftet wurde. Verhaftet am 23. November 23 auf dem Flughafen Jerewan in Armenien. Besitz von gestohlenen antiken Artefakten. Die drei mesopotamische Statuetten wurden beschlagnahmt und unter Sequester gestellt. Der Mann hat eine Kaution bezahlt. Der Prozess ist für den 5. Januar angesetzt. Armenien. Jordanien? Mr. Ratchet, Sie haben nicht nur Statuetten gestohlen. Welche aktuellen Informationen enthält die Datenbank über Sie? Es ist so frustrierend. Ich habe einen Namen und kann nichts über ihn finden. Aber ich weiß genau, wen ich anrufen muss. Okay, wen müssen wir anrufen? Roboter Abwehrleger, wir überwachen diesen Anruf. Hallo, Braid. Ist lange her. Oh, Joanna. Wie kann ich dir helfen? Du musst für mich das Dark Web absuchen. Könntest du das vielleicht ein bisschen eingrenzen? Das Dark Web ist ziemlich groß und ziemlich dunkel. Könntest du Informationen über einen Samuel Ratchet besorgen? Samuel Ratchet. Alles klar. Übler Kerl? Übler geht's nicht. Wenn du was findest, schick's mir per Mail. Moment. Okay. Nope. Okay. Wow. Ey, vielleicht habe ich da was. Der ist aber schnell. Ich suche noch weiter, aber das sollte dich interessieren. Könnte Zufall sein, wenn ich an sowas glauben würde. Details kommen per Mail. Domo arigato, Mr. Roboto. Ey, wir sind hier, um der Menschheit zu dienen. Wie es das erste Gesetz der Robotik verlangt. Buchung: Hector McQueen, Istanbul, Paris, Samuel Ratchet, Edward Masterman. Der Orient Express. Ich drucke diese Tickets aus und hänge sie an die Tafel. Auf Wiedersehen, Michael Clark. Hallo, Samuel Ratchet. Der Mann, der Ihre Identität und Ihr Leben gestohlen hat. Hat er nicht die 102? Ah nee, 200 ist ja... Vergiss es. Das ist Ratchets Ticket.
Apropos, da ist wieder der QR-Code drauf. Apropos, ist es derselbe QR-Code? Wird leider nicht erkannt. Vielleicht zu grob? Nee, Kamera erkennt ihr diesmal nicht. Schade. So, der Code hier unten ist aber identisch. McQueen. Oh, warte mal. Die Person, die mit Ratchet reist, trägt denselben Nachnamen wie mein Staatsanwalt während des Armstrong-Falls? Was ist dann mit den Mastermen? Nee, da gibt's keinen Hinweis. Aber die sind miteinander diese verknüpft. Diese Zugtickets wurden alle von McQueen gebucht. Das geht nicht. Nee. Ja, mit dieser Anrufliste. Katze. Ah, okay, warte mal. Es gibt einen erschossenen Bostoner. Von denen haben wir aber noch keine Relevanz oder Zusammenhang. Aber das Geld hier, wir haben hier eigentlich einen Pin. Komischerweise. Zu dem hier können wir keine Beziehung aufbauen. Da Ratchet lebt, kann der tote Mann nur Noah sein. Ach so, als Zusammenhang. Ja. So, das können wir noch verbinden. Und das hier können wir verbinden, wahrscheinlich. Nee, können wir nicht. Die Telefonliste. Haben wir noch irgendwas anderes? Hector McQueen, ja. Telefon, wir können ihn anrufen. Keine Vorstrafen. Sohn des Bezirksstandes, letzter bekannter Beruf, persönlicher Assistent, Privatsekretär.
Ich wusste es. Er ist der Sohn meines ehemaligen Staatsanwalts. Er landet auf der Beweistafel. McQueen ist der Sohn von Staatsanwalt McQueen. So sieht Hector McQueen aus. Dieser Kerl arbeitet für Ratchet. Wenn das ein Zufall ist, dann fresse ich meine Marke. Okay, die Kartenbeziehung existiert nicht. Wir haben hier oben noch den Typen. Der Staatsanwalt ist kurz nach dem Armstrong-Fall zurückgetreten. Es hat ihn verfolgt, genau wie es mich verfolgt hat. Okay, die Beweise für die Entführung, die spielen keine Rolle. Was fehlt noch? Warte mal. Das fehlt. Orient Express fährt nächste Woche in Istanbul ab. Interessant. Das kommt an die Tafel. Best of. Das Ereignis? Ein alter Zug. Aber das Gesicht. Dieser Mann. Was ist mit dem Mann? Okay, Orient Express. Ratchet wird in einer Woche mit dem Orient Express reisen. Nächste Woche wird ein gewisser Edward Masterman im Orient Express sein. Dass sie nicht verbinden, okay? Hector McQueen wird nächste Woche im Orient Express sein. Foscarelli wird nächste Woche im Orient Express sein. Ja, wer ist das? So, und wie kriegen wir das jetzt auseinander, indem es keine Kreuzung mehr geben darf, ne? Dann haben wir es gelöst. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem... Ich kenne dieses Gesicht. Das ist der Fahrer von John Armstrong. Ach, hör auf, ja, stimmt. Warte mal. Verdammt! Ratchet wird nächste Woche den Orient Express nehmen. McQueen, der Sohn des Staatsanwalts, ebenfalls. Foscarelli, der Chauffeur der Armstrongs, auch. Das kann kein Zufall sein. McQueen und Foscarelli müssen beschlossen haben, Rache zu nehmen und werden Ratchet zweifellos in diesem Zug angreifen. Ich muss im Orient Express sein, um sie aufzuhalten. Und vor allem muss ich Ratchet aufhalten. Aber das kann ich nicht in Istanbul machen, weil es kein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten gibt. Ohne Auslieferungsabkommen wird Ratchet in den Vereinigten Staaten niemals verurteilt werden. Ich werde warten müssen, bis er in Paris ist, um ihn verhaften zu lassen. Okay.
Ja, ich mache eine Online-Bestellung. Ich habe auf das Bild nicht geguckt. Man kann ja richtig reinsuchen. Für diese besondere Jubiläumsreise wurden alle Abteile ausgebucht. Es ist unmöglich, eine Fahrkarte zu bekommen. Was mache ich bloß? Betrug. Finden wir heraus, wer im Orient Express reist. Es ist Zeit, Braid anzurufen. Braid, ich bin's wieder. Ich habe noch nichts Nützliches gefunden. Ich brauche einen letzten Gefallen. Aber es ist ein großer. Oh oh. Kannst du die Passagierliste des Orient Expresses für die Jubiläumsreise für mich finden? Momentchen. Yes, ist überraschend gut gesichert. Vielleicht, weil es die Jubiläumsfahrt ist. Ich habe die Liste gefunden, aber sie haben meine Backdoor verriegelt, als ich gerade dabei war, sie zu kopieren. Oh nein. Hey, chill deine Base. Ich habe einen Namen. Weiblich. Der Name, den ich noch abgreifen konnte, bevor sie mich vom Server geworfen haben, ist Stacy Johnson. Fühlst du dich wie eine Stacy Johnson? Die Frage ist, wie sie sich bei dem Gedanken fühlen wird, mir zu helfen. Das wirst du selbst rausfinden müssen. Ich muss mal wieder meinen Zauberstab im Dark Web herumschwingen. Was stehst du? Finde Stacys Kontaktinformation und rufe sie an. Das machen wir nicht mehr jetzt, weil es ist schon spät, schon nach 1 Uhr. Und ich glaube, ein bisschen sollten wir uns fürs nächste Mal und letzte Mal wahrscheinlich dann lassen, weil es verdichtet sich gerade. Er will seinen Vater rächen. Er will rächen, dass er keinen Job mehr hat. Hat sich aber groß hochgearbeitet, ja? Oder aber das ist fake. Wir wissen es gar nicht. Weil es sind ja immer nur 3 oder 4 Jahre, die er Zeit hatte. Aber er hat gesagt, er hat schon mehrere seit 10. Na, wie auch immer. Vielleicht hat er nebenbei schon das aufgebaut. Wer weiß das so genau. Ich bin gespannt. Das soll es hier an der Stelle für heute gewesen sein. Auch wenn der Fall, der eigentliche Fall, bekannt ist, wird es spannend. Vor allem das von der anderen Seite mal aufgedröselt zu sehen, finde ich sehr interessant. Wir sehen uns morgen wieder bei einer Runde Starfield. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ja, ist ja schon neu. Ne? Schlaf gut noch bis dato, ne? Träumt was Schönes. Und schönes Wochenende. Bis dahin. Euer Firefox.